Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Bennelong Point in Sydney war einst die vermutlich größte Müllhalde Australiens. Die Aboriginal People entsorgten an der Landzunge, die weit in den Hafen der Metropole ragt, nach den Mahlzeiten dort ihre Essensreste. Heute steht an dieser einstigen Müllhalde das berühmteste Gebäude Australiens, wenn nicht der Welt, das Opernhaus in Sydney. Am Freitag wird das Wahrzeichen Sydneys 50 Jahre alt. Seine 6 hoch aufragenden, geschwungenen Schalen sind mit rund 1 Million weißen Keramikfliesen verkleidet, die im Sonnenlicht gemeinsam mit dem Hafen um die Wette funkeln. 2003 hat ihr Architekt, der Däne Jørn Utzon, den wichtigsten Architekturpreis, den Pritzker-Preis, für sein Design gewonnen. Seit 2007 ist das Gebäude Weltkulturerbe. Jedes Jahr zieht die Oper in Sydney über 10 Millionen Besucherinnen und Besucher an, doch ihre Anfänge waren alles andere als einfach. Jørn Utzons Ideen, inspiriert von der monumentalen Maya- und Aztekenarchitektur, führten in Australien anfänglich zu teils hitzigen Kontroversen, vor allem als die Bauzeit und die Kosten explodierten. Eigentlich habe sein Vater Freude daraus gezogen, wenn nicht alles gleich glatt lief, erinnert sich sein Sohn Jan Utzon, der zu den Geburtstagsfeierlichkeiten aus Dänemark angereist ist, an die Schaffungsjahre seines Vaters in Australien. Well, I think that he enjoys the struggle. He enjoys the design of our house and actually make the drawings that made it possible to build our house. Vor allem beim Designprozess müsse eben immer wieder nachgearbeitet werden. Doch da seien auch Leute gewesen, die nicht wollten, dass er das tat, was er tat, und den gesamten Auftrag ändern wollten. Das bereitete ihm natürlich Kummer, erinnerte sich der junge Utzon, der inzwischen selbst 79 Jahre alt und ebenfalls Architekt ist. Grundsätzlich habe sein Vater aber die Herausforderungen, die die Architektur mit sich bringe, stets geliebt. 1966, inmitten der Bauarbeiten, stand der Architekt dann aber zumindest vorübergehend vor den Trümmern seiner Karriere. Die damalige australische Regierung warf ihm Verschwendung und zu viele Verzögerungen vor. Eine Versöhnung schien außer Frage. Utzon reichte seine Kündigung ein, die die Regierung nur liebend gerne annahm. Gemeinsam mit seiner Familie verließ der Däne das Land, die Oper ließ er halb vollendet zurück. International löste die Behandlung des Architekten einen Aufschrei aus. Es gab Protestbriefe von bedeutenden Künstlern, Designern und Intellektuellen aus aller Welt. Auch in Sydney marschierten 1000 Menschen zum Regionalparlament, angeführt von dem österreichisch-australischen Architekten Harry Seidler und dem britisch-australischen Autor Patrick White. Utzon, dessen Entwurf den internationalen Designwettbewerb 10 Jahre zuvor aus insgesamt 233 Einsendungen gewonnen hatte, hat die Oper letztendlich nie in vollendetem Zustand gesehen. Am 20. Oktober 1973, als die damalige britische Königin Elizabeth II. In ihrer Rolle als Staatsoberhaupt Australiens die Oper offiziell eröffnete, stand er nicht mit auf der Gästeliste. Kritiker hatten den Bau einst als Gruppe französischer Nonnen beim Fußballspiel bezeichnet. Dass das Gebäude später Weltkulturerbe und eines der berühmtesten Bauwerke der Welt werden würde, konnten sich damals viele nicht vorstellen. Letzteres wurde den Australiern erst Jahrzehnte später bewusst und eine neue Regierung versöhnte sich wieder mit Utzon. Er wurde 1999 eingeladen, bei der Renovierung des Opernhauses mitzuhelfen, sagte sein Sohn Jan. Sein Vater habe damals ein Dokument erarbeitet, dass es künftigen Architekten in 50 oder 100 Jahren ermöglichen soll, nachzuvollziehen, wie er dachte und arbeitete. Seinem Vater sei von Anfang an wichtig gewesen, mit seinem Vorschlag für die Oper keine Box oder einen vertikalen Bau zu kreieren. In seinen Augen wäre das für den Hafen von Sydney ungeeignet gewesen, erinnerte sich der jüngere Utzon. Um anderen seine Idee für das Design des Opernhauses anschaulich zu machen, habe er gerne eine Orange verwendet und diese bei der Präsentation dann abgeschält, sagte Jan Utzon.
Das Gerücht, dass die Frucht seinem Vater einst die Idee zum Opernhaus gegeben habe, sei aber nicht wahr. Die Renovierungsarbeiten erlaubten dem Dänen schließlich, die Oper gemäß seiner Designprinzipien umzugestalten. Utzon konnte vollenden, was er einst begonnen hatte. Auch wenn er inzwischen aus Gesundheitsgründen, Utzon verstarb 2008, nicht mehr nach Australien reisen konnte. Doch er arbeitete wieder an seiner Oper. Er habe dieses Gebäude wie eine Symphonie in seinem Kopf, sagte er damals in einem Interview. Federführend wurde schließlich sein Sohn Jan, der zusammen mit dem australischen Architekten Richard Johnson die Wünsche des Vaters zur Vollendung brachte. Der Operngraben wurde umgebaut, das Auditorium verändert, die Akustik verbessert, der Zugang durch Rolltreppen erleichtert und das westliche Areal geöffnet. So sollte die Symmetrie des Gebäudes besser zur Geltung kommen und auch das Wasser, das im Inneren des Gebäudes bis dahin keine Rolle spielte, während es das Gebäude von außen mitbestimmte. Für den Vater war es so etwas wie eine nachträgliche Bestätigung, für den Sohn ein Auftrag, wie er ihn sich nur wünschen konnte. Es entstand im Geiste meines Vaters und wurde zu einem Utzon-Werk. But it was treated in my spirit of my father, and of course, in that sense, it became, you could call it Utzon-Work. Auch wenn Jörn Utzon den Meilenstein der Architektur, den er geschaffen hat, selbst nie zu Gesicht bekommen habe, so habe es ihn getröstet, dass das Opernhaus später von den Menschen in Sydney und in Australien angenommen und ganz offensichtlich geliebt wurde, meinte Jan Utzon. Auch die Rolle, die das Gebäude für die Entwicklung der darstellenden Künste in Australien spielte, sei für ihn wichtig gewesen. Bereits als sie Australien verließen, habe sein Vater ihm erklärt, dass es bei einem Gebäude wie dem Opernhaus in Sydney selbstverständlich sei, dass nicht nur eine Person alles entscheiden sollte. After we left, he said, well, St. Peter's Cathedral in Rome was built over a duration of 150 years and 15 different architects were involved. Der Petersdom in Rom wurde über einen Zeitraum von 150 Jahren erbaut und 15 verschiedene Architekten waren daran beteiligt, habe er damals zu ihm gesagt. Und auch von uns hier, von SBS, Happy Birthday, liebes Opernhaus. Das war für SBS Radio Barbara Barkhausen. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.